sich denn Gary Weber entschlossen, einen Neubau erstellen zu lassen? Das liegt ein bisschen historisch an unserer recht fragmentierten Logistikstruktur. Das heißt, bevor wir uns dazu entschlossen haben, dieses Lager neu zu bauen, waren wir in dem Gary Weber Altkonzern, also ohne Hallhuber, mit 5 verschiedenen Logistikzentren am Start. Und das ist Murphy's Law, man hat immer Bestand, wenn Bedarf da ist, aber genau im falschen Lager, weil die Lager für uns nach Vertriebskanälen aufgeteilt waren. Und jetzt hier unter die Zusammenführung unter einem Dach haben wir die Möglichkeit, relativ schnell erst zu allozieren, also Ware auf einen Bedarf zu allozieren und damit viel flexibler mit den Kundenaufträgen umzugehen. Sie sprachen gerade Hallhuber an. Hallhuber ist ja noch nicht so lange Teil des Unternehmens. War das auch eine Herausforderung, diese Abläufe nochmal in die eigene Logistik zu integrieren? Die Integration von Hallhuber war natürlich eine Herausforderung, sowohl im prozessualen Bereich, aber hier natürlich jetzt insbesondere auch im logistischen Bereich. Wir haben gerade damit angefangen, die Hallhuber Logistik auch hier nach Halle zu verlagern. Hallhuber hatte bis vor kurzem noch 3 Läger, aus denen alles geliefert wurde, mit den gleichen Problematiken, die Gary Weber vorher hatte. Und es läuft sehr, sehr gut an, toi, toi, toi. Und wir hoffen, dass wir auch bis zum Ende des Jahres Hallhuber voll integriert haben hier am Stand. Das heißt, gibt es dann auch schon neue Pläne, neue Firmen oder? Ja, sag niemals nie. Ich meine, in diesem Jahr sind wir ein bisschen mit uns selbst beschäftigt, also Transition. Das heißt, strategisch passen wir im Moment die Kosten an die Marktsituation an, wenn man das so ausdrücken darf. Aber strategisch ist für uns ein anorganisches Wachstum, also ein Zukauf, immer eine Option. Und dann auch die Integration natürlich in die bestehenden Abläufe. Sie hätten ja hier am Standort auch das Erweiterungsflächen, die Sie nutzen könnten. Das heißt, man rechnet schon damit, dass man sich auch nochmal hier am Standort vergrößern möchte. Also hier am Standort haben wir zum Glück sehr, sehr viel Platz. Zum einen im bestehenden Gebäude. Wir können auch wachsen, indem wir einfach unser Opega-Lager im Bau verdoppeln, zum Beispiel im Liegewarenbereich. Das gleiche gilt dann auch für die Kommissionierarten und so weiter. Aber wir haben auch noch Fläche auf dem Grundstück. Das heißt, wir können an sich das Lager nochmal gänzlich verdoppeln. Hier innerhalb des Baus können wir bis zu 50 Millionen Teile handeln, wenn wir es voll ausgebaut hätten. Und dann könnten wir das Ganze nochmal spiegeln und somit auf 100 Millionen Teile kommen. Das sollte ein bisschen reichen. Wieso ist man gerade hier nach Halle gegangen? Ja, der Standort Halle ist, wenn man deutschlandweit guckt, natürlich nicht der ideale Standort. Wenn man europaweit guckt, ist Halle natürlich ein Standort, der recht dicht an Bremen und Hamburg ist, wo wir doch viele Containerzufuhren haben. Wir haben hier die Anbindung Nord-Süd, Ost-West relativ dicht dran, so dass wir damit auch in die verschiedenen Bereiche reinfahren können. Und damit sind wir logistisch für Europa nicht so schlecht angesiedelt. Gibt es denn etwas, was Sie sagen, das ist ganz besonders an unserem Logistikzentrum von Gary Weber? Ja, das Logistikzentrum ist in Summe ja natürlich besonders. Aber ganz besonders ist es, dass wir die RFID-Technik, die 2009 eingeführt worden ist, konsequent in der Logistik weitergeführt haben, dass wir damit die Steuerung der Ware im Logistikzentrum vornehmen.